Ich richte mich jetzt mal an alle Personen des öffentlichen Lebens, ja, Frau Merkel, Herr Reiter und wie sie alle heißen. Und ich möchte einfach mal sagen, seit Wochen muss ich mich beschimpfen lassen auf Facebook und Co., weil ich einfach für meine Grundrechte einstehe, weil ich mich nicht impfen lassen möchte. Können Sie mir garantieren, dass dieser Impfstoff keine Schäden bei mir hinterlässt? Ja. Und warum sagen Sie den Menschen in diesem Land nicht, dass es eine hundertprozentige Heilung gibt durch ein Medikament, ja, in Verbindung mit Zink und Heparinen? Und Sie wissen das ganz genau und Sie verheimlichen es einfach der Menschheit. Sie drängen uns Schutzmasken auf, ja, die uns krank machen. Ich falle fast jedes Mal in Ohnmacht, wenn ich mit dieser Maske irgendwie im Supermarkt einkaufen gehe und an der Kasse ein bisschen länger stehen muss. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wieso hebeln Sie alle unsere Grundrechte jetzt einfach so aus und versuchen durch die Hintertür einfach irgendwelche Gesetze zu bestimmen, ja durchzusetzen und wir in Anführungszeichen Normalbürger, ja, kriegen das ja gar nicht so mit. Warum tun Sie das? Warum wollen Sie, dass wir uns quasi impfen lassen müssen? Es ist ja kein Impfzwang, genau. Aber wenn man sich nicht impfen lässt, dann hat man dieses Recht nicht, das Recht, dieses nicht. Ja, also man darf da nicht mehr hin, dort nicht mehr hin. Wo ist denn da unsere Freiheit? Wo ist unsere Demokratie? Ich möchte, dass das jetzt endlich mal ein Ende hat, dass Sie mal alle Tatsachen wirklich offen darlegen. Diese Zahlen, die Sie uns immer präsentieren, was für ein Humbug, nenne ich das jetzt einfach mal. Jedes Jahr haben wir Grippewellen. Es sterben auch viel mehr Menschen, jetzt zur Zeit auch nicht wirklich an Covid-19, ja, wie sie uns immer weismachen wollen, sondern sie sind halt schon vorher krank. Es sterben nun mal Menschen. Und sie tun so, als wäre Covid-19 irgendwie die Pest. Und es ist nicht die Pest. Bitte, bitte hören Sie endlich damit auf und hören Sie auf, uns durch die Hintertür quasi zur Impfung zu nötigen. Ich lasse das nicht mit mir machen. So, ich wünsche trotz allem allen Menschen Gesundheit und einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir alle durch diese Zeit durchkommen und dass die Menschheit endlich wieder vernünftig wird.